Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Wunschgetreu. Mein Name ist Remo und ich habe für euch den Philips OneBlade Pro Coupé 6520 getestet. Alle Ergebnisse findet ihr hier in diesem Video. Bleibt dran, ab geht's! So, hier habe ich ihn, den OneBlade Pro an meinem Testtisch. Auch hier habe ich erstmal alles hingelegt, was dabei ist. Und wie ihr seht, es ist recht überschaubar. Aber dazu kommen wir gleich. Hier geht es jetzt erstmal um Ausstattung und Technik. Das Gerät hat einen Lithium-Ionen-Akku, der eine Akkulaufzeit von 90 Minuten aufweist. Und 90 Minuten, ganz ehrlich, das ist schon oberste Liga, das ist schon wirklich richtig gut. Wenn wir bedenken, wie klein und schmal das Gerät gearbeitet ist, Hut ab. Und der eigentliche Knackpunkt ist jetzt, die Akkuladezeit beträgt hier nur eine Stunde. Also der Ertrag, eine Stunde laden, 90 Minuten rasieren, das ist schon richtig gut. Mega. Wir haben einen Schnittbereich über den mitgelieferten Aufsatz von 0,4 bis 10 mm in 14 Schritten. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass das Ganze eine etwas komische Skalierung hat. 0,4, 0,6, 0,8, 1 und dann geht es in 5er Schritten weiter und irgendwann zum Schluss hat man 2 mm Schritte. Naja, aber da will man sich nicht beschweren, im Großen und Ganzen ist das schon in Ordnung. Das Klingsystem selbst hat ein sehr schnell bewegendes Scherenmesser, was 200 Mal pro Minute hin und her pendelt. Und auch hier ähnlich wie beim, oder nicht ähnlich, sondern genauso wie beim OneBlade, dem kleinen Bruder, haben wir hier das Zweifach-Schutzsystem mit einer beschichteten Klinge und abgerundeten Kanten, so dass man sich nicht verletzen kann. Was mir hier sehr gut gefällt, und das haben wir relativ selten, wir haben eine digitale Akkuanzeige. Und das gefällt mir ziemlich gut. Was auf jeden Fall noch zu erwähnen wäre, ist, dass hier genauso wie beim normalen OneBlade, dem kleinen Bruder, die Indikatoranzeige in der Klinge ist, kommt hier der grüne Balken durch, müsst ihr die Klinge wechseln. Kommen wir zum eigentlichen Test, zum Urteil für das Trimmen und Schneiden. In erster Linie muss ich sagen, damit zu arbeiten ist sehr komfortabel. Er fühlt sich gut in der Hand an, er liegt gut. Auch der Kröpfungswinkel oben bis zum Klingkopf ist sehr angenehm, so dass man eine gute Handstellung hat und die Bedienung ist ganz einfach und intuitiv. Das Trimmen selbst, da kann ich genauso wie beim OneBlade einfach nur Höchstnote vergeben. Also eine derart glatte Rasur, das ist schon in meinen Augen sucht das seinesgleichen. Das ist wirklich ganz großes Kino. Das Stutzen jedoch, das hat mir nicht so gut gefallen. Für meinen Geschmack ist bei diesem Aufsatz der Abstand zwischen den einzelnen Kämmchen ein Tick zu klein. Man schiebt bei langem Bart einfach zu viele Haare platt und vor sich her und man nimmt einfach zu wenig Haare mit und schneidet sie tatsächlich kurz. Klar, wir haben den einstellbaren Bereich bis 10 mm. Das ist ohne Frage auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Aber es funktioniert leider nicht so gut, wie es sollte. Und da muss ich leider Abstriche machen. Das Handling hatte ich schon mal erwähnt, eben im Punkt Komfort. Es ist einfach sehr gut. Es fühlt sich alles sicher an und intuitiv zu bedienen. Die Lautstärke des Gerätes ist in meinen Augen okay. Es geht besser, aber ich habe es auch schon deutlich schlechter erlebt. Dazu kommt, es sind auch hier keine störenden Frequenzen dabei. Das Geräusch klingt trotz seiner Präsenz immer noch sehr angenehm. Das Trimmen selber hat vermittelt ein sehr sicheres Gefühl. Das Zweifach-Schutzsystem, das sorgt einfach dafür, dass man sehr viel Vertrauen in die Klinge hat und man braucht keine Angst haben, sich zu verletzen. Also auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, das haben sie bei Philips wirklich sehr gut gemacht, eine derart hautnahe Rasur zu machen mit einem so hohen Sicherheitsgefühl. Und da wir hier mit dem OneBlade Pro sehr viele Parallelen zum OneBlade selbst haben, gilt auch hier das Gleiche. Bei empfindlicher Haut besteht die Möglichkeit, dass man mit dieser Klinge leichte Hautirritationen verursacht beim Rasieren. Auch hier kann ich nur empfehlen, sollte das bei dir der Fall sein, einfach entsprechend mit einem Pflegebalsam nachzubehandeln. Kommen wir zum Thema Reinigung und Klingen. Also erst einmal die Reinigung selbst, versteht sich hier eigentlich von selbst, das ist ganz einfach. Das Gerät ist genauso wie der OneBlade selbst duschfest. Das heißt, unter fließendem Wasser einfach abspülen oder unterm Wasserhahn unter fließendem Wasser einfach hier vorne am Scherenkopf ein bisschen drüber laufen lassen. Vielleicht das Ganze dabei laufen lassen und schon ist es sauber. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Aufsatz. Wenn ihr fertig seid,
eben einmal abschütteln, dass die Wassertropfen rauskommen, zur Seite legen und beides getrennt voneinander trocknen lassen, so dass immer Luft rankommt. Die Klinge, ja, genauso wie beim OneBlade auch, hier, das ist dasselbe System. Die Klingen halten bei regelmäßiger Benutzung, bei, man sagt so, circa 2 bis 3 Mal die Woche rasieren, circa 4 Monate. Das ist natürlich auch abhängig vom Bartwuchs und von der Bartstärke, aber das ist so ein Richtwert, da kommt man auch ziemlich gut mit hin. Und da müsst ihr leider die Klinge wechseln. Also achtet auf den Indikator für den Verschleiß, kommt hier vorne der grüne Balken durch, dann müsst ihr eine neue Klinge verwenden. Ja, welche Klinge? Und wie ihr es sehen könnt, sie ist nicht dabei. Wir haben keine Ersatzklinge mit hier. Und der Lieferumfang selbst, wie ihr seht, ist generell recht spartanisch. Was wir gegenüber dem OneBlade haben, das ist einmal die Docking Station, die haben wir sonst nicht. Und natürlich diesen Aufsatz mit Drehregler. Aber das war's dann auch schon. Was wir hier noch haben, ist natürlich wieder die Bedienungsanleitung, die ich auch schon bei dem OneBlade so hervorgerufen habe. Wie ich finde, einfach eine tolle Sache. Da sollten mal alle Hersteller sich ein Beispiel nehmen. So kann eine Bedienungsanleitung funktionieren. Ohne Sprachenwirrwarr, ohne Übersetzungsfehler. Alles mit schönen Bildern dargestellt. Gut zu erkennen für jedermann. Mit dabei haben wir noch die Reisetasche. Die macht einen qualitativ, ich sag mal, nicht hochwertigen Eindruck, aber höherwertigen Eindruck als der Durchschnitt der Taschen. Und ist auf jeden Fall groß genug, dass ihr das gesamte Gerät mit Aufsatz und Ladekabel mitbekommt und vielleicht sogar noch irgendwas anderes, was ihr für die Bartpflege braucht. Mhm. Also das ist auf jeden Fall schon mal erwähnenswert und sehr löblich. Ansonsten ist einfach nichts mehr mit dabei. Und das ist so ein Punkt, wo ihr selber wissen müsst. Lohnt es sich für euch, das größte Gerät zu haben mit dem Aufsatz für etwas längeren Haarwuchs, den man pflegen möchte? Oder wollt ihr das kleinere Gerät haben, wo ihr dafür etwas mehr Umfang mit dabei habt, wie zum Beispiel schon die Ersatzklinge mit dazu? Und schon kommen wir zum Thema Fazit. Ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, hier beim OneBlade Pro verhält es sich genauso wie beim Philips OneBlade selbst. Das Gerät eignet sich am ehesten für die hautnahe Rasur. Je kürzer der Bart, umso besser funktioniert das Gerät. Natürlich hat der Aufsatz seine Daseinsberechtigung und in meinen Augen ist es auch ein Kriterium, sich für dieses Gerät zu entscheiden, wenn man sowas braucht. Aber wie gesagt, je kürzer der Bart ist, umso eher funktioniert das Gerät. Und das solltet ihr beim Kauf auf jeden Fall bedenken. Davon aber mal abgesehen, als Produkt selbst setzt es sich von seinem kleinen Bruder durch mehrere Punkte ab. Nicht nur der Aufsatz, der sich durch den Drehregler in der Weite verstellen lässt, sondern auch die Docking Station und das Digital-Display, welche mir den Akkustand jederzeit anzeigt, sorgen einfach dafür, dass ich rundum ein deutlich komfortableres Gerät habe. Und dazu gehört natürlich auch das schnellere Laden und die längere Laufzeit gegenüber dem OneBlade selbst. Ja, den Philips OneBlade Pro, den habe ich für euch gecheckt. Wenn euch der Thema gefällt, dann schaut doch mal unter dem Video in die Beschreibung. Dort haben wir den Produktlink für euch drin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.